Da sind wir wieder am 28. Tag. Wir haben eigentlich Essen genug. Oh, unsere Forschung Feuerstellen ist abgeschlossen. Da wollen wir noch gleich mal schauen, denn es wird ja jetzt langsam schön kälter. Ermöglichen Einsatz von Heizkörpern zum Heizen von Arbeitsplätzen während der Arbeitszeiten. Jeder Heizkörper erhöht die Temperatur um 1. Ja, lasst uns das machen. Wir wollen alles erforschen. Wir schauen mal in unsere Temperaturanzeige. Ja, das sieht ja alles noch, oh, alles noch sehr gut aus. Also 0 Grad ist für die alle noch völlig in Ordnung. Ja, wir wollen ja immer noch hier unseren Kern basteln. Und dazu brauchen wir immer noch Stahl. Wir haben aber zwei Häfen jetzt zu Stahl umfunktioniert. Und wir haben letztes Mal Arbeiter gefunden, jede Menge. Ein ganzes Lager davon. Ja, aber die haben wir erstmal sitzen lassen, weil... Ach so, die Arbeit ist beendet. Na gut, wie viel brauchen wir? Ob wir das schaffen? Naja, mal schauen. Gewerkschaft, ja, eine Feuerstelle. Müssen wir jetzt eigentlich nochmal eine Gewerkschaft bauen oder nee, oder? Die Gewerkschaft, um das Streikrisiko an allen Arbeitsplätzen zu senken. Aber ist denn die Volksmiliz? Motivation stark. Aber die Volksmiliz? Nee. Ist sie nicht auch Gewerkschaft dann? Ja. Denke ich doch, oder? Das wäre jetzt natürlich doof, wenn es nicht so wäre. Würde Streikrisiko, naja, gut. Ja, wir brauchen hier immer noch Unmengen an diesen Stahldingern hier. Müssen irgendwie die Nacht. Oh ja, unsere Leute sind hier angekommen. Dann schauen wir mal. Kahler Hügel. Ja, gut. Da ist unser Standort 120. Na, dann werden wir mal dahin gehen. In 11 Stunden werden wir mehr wissen, was dort vorgefallen ist. Aber wir haben ja immer noch Obdachlose, ne? Gut, dann stecken wir hier mal nochmal 10 rein und dann bauen wir, glaube ich, das hier ab. Wir können die Bäume da oben noch holen. Sollen wir die noch ein bisschen sitzen lassen, aber ich würde jetzt hier gerne eigentlich schon mal anfangen. Ach, Quatschi. Quatsch, weg damit. Weg damit. Bauen wir da lieber Zelte hin. Einwohner. Aber müsste eigentlich so reichen. Mal hier gerade zu, wenn wir schon dabei sind. Und dann gehen wir hier runter. Dann haben die auch ihren Weg. So. Es geht wieder los. Die Arbeit beginnt. Hier sind keine Arbeiter drin und das müssen wir noch erforschen. Aber wir brauchen jetzt schon wieder Stahl für unsere Forschung hier. Und zwar für den effizienten Brenner. Verbrennen weniger Kohle. Das ist super. Das brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir 25 Stahl. Timber. Oh, die können wir eigentlich hier mal ausmachen, Mensch. Wir brauchen uns ja gar keine Kohle jetzt verfeuern. Weil hier wird sowieso nicht gearbeitet. Wir sollten jetzt halt langsam wieder arbeiten, ne? Jetzt, wenn wir so eine schöne, hohe Motivation haben, können wir hier schön herstellen, so viel es geht. Nur, dass uns die Kohle dann gleich ausgeht. Beschädigtes Baugerüst. Ja, ein Teil des Baugerüstes sind eingestürzt. Es gab zwar keine Toten, aber einige Arbeiter wurden schwer verletzt. Wir sollten uns sofort um sie kümmern. Oh, okay. Verdammt. Das ist natürlich äußerst schlecht. Wieso denn gefährlich? Weil es gefährlich ist? Na gut. So. Gut, Standort hier.
Oh je. Ein tragisches Ende. Standort 120 wurde durch eine brutale Rebellion zerstört. Überall liegen unbegrabene Leichen. Herum, Überlebende gibt es keine. In der Höhle des Generators fanden wir sogar noch mehr Tote. Die Kleidung nach zu urteilen waren viele Opfer Ingenieure. Alle Gebäude liegen in Schutt und Asche, entweder vom Feuer verschlungen oder absichtlich zerstört. Wir schnappen uns die übrigen Vorräte und verlassen diesen schrecklichen Ort. Würde ich wohl auch sagen. Tja, in dem Fall, oh, was ist hier noch? Ein schneebedeckter Hügel. Ja, gehen wir da erstmal hin. Da sind noch Arbeiter, das Arbeiterlager. Ja, da müssen wir uns dann nachher später entscheiden, was wir mit denen machen. Sieht auf jeden Fall nicht gut für sie aus. So, unsere letzte Hoffnung. Danke für die Untersuchung von Standort 120. Es ist sehr bedauerlich, was Ihnen zugestoßen ist. Solltest du auf Überlebende stoßen, möchten wir dich erneut bitten, uns unverzüglich über sämtliche Neuigkeiten zu informieren. Berichten auf der ganzen Welt zufolge gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Abkühlung abnimmt. Da die anderen Generatorenprojekte abgebrochen wurden, ist dein Standort Liverpools letzte Hoffnung, falls eine Evakuierung notwendig werden sollte. So, wir können die jetzt hier alle nach Hause schicken. Schick uns nicht fort. Während du den Amputierten zusiehst, wie sie ihr dürftiges Hab und Gut packen, kommt einer auf dich zu. Sir, wenn du mich zurückschickst, werde ich nicht mehr bezahlt. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden angefleht, aber meine Kinder dürfen nicht verhungern. Ich flehe dich an, schick uns nicht fort. Ich habe eine Hand bei der Arbeit verloren, die du mir aufgetragen hast. Lässt dich das völlig kalt? Nein, aber... Aber wenn ich die Amputierten bleiben lasse, dann... Nee, kann ich nicht machen. Die können mir nicht mehr... Die können mir nicht groß helfen, leider. Harte Entscheidung. Aber gut, so ist es. Okay, der effiziente Brenner wurde erforscht. Saboteur. So, eine Gruppe von Arbeitern behauptet, sie hätten einen Mann geschnappt, der von dem Feuer der Baustelle gesehen wurde. Der Ingenieur erklärt mit zittriger Stimme, er habe auf eine Verabredung gewartet, aber niemand kann seine Geschichte bestätigen. Ein Vorarbeiter blickt ihn finster an. Oh, der Wahrheit ins Gesicht, Boss. Die Ingenieure hassen Veränderungen. Sie sabotieren den Bau, damit du abgesetzt wirst. Wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Ja, dann bestrafen wir ihn. Ah, je, oh je, oh je, oh je. So, wollen wir mal schauen, was erstmal hier die Forschung angeht. Ja, dass wir da weitermachen können. Und dann brauchen wir immer noch dieses Stahlgemisch. Da kommen nochmal 5 Stahlgemische, das ist schon mal gut. Ja, dann können wir hier das mal hochsetzen und dann, wir müssen jetzt hier echt ein bisschen Fixer sammeln, glaube ich. Das hat sonst keinen Wert. Müssen die ein bisschen ackern lassen. Was ist denn hier mit unserem Essen? Wir haben Standardmahlzeiten. Ich glaube, wir werden das hier jetzt öffnen. Da einen Ingenieur reinstecken. Genau. Dann hier Arbeiter reinstecken. Dass wir hier noch Ingenieure reinstecken können. So, wie lange hält es? 13 Tage. Mehr wie genug, würde ich sagen. Mehr wie genug. Machen wir nochmal 5, dann haben wir 22. Und wenn die Ladung dann kommt, in 5 Stunden, dann können wir das auch beginnen. So, jetzt müssen wir hier mal reinschauen. Wir haben ja noch bis zum
35. Tag, glaube ich, ist der letzte Tag, oder? Nee, eigentlich dachte ich früher. Na gut, die werden es mir wohl oder übel nochmal sagen. Okay, dann muss ich auch nicht mehr so lang arbeiten lassen. Die sowieso nicht. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen schauen. Die Forschung, ja, die lassen wir jetzt nochmal so ackern. Anlagen. Okay. Gut, gut, gut. Stahl, wir brauchen Stahl. So, die sind hier angekommen. Okay, da gibt es auch schon mal verlassene Bürde. Wir haben bei der Durchsuchung des Gebietes einige Rohstoffe gefunden. Die Flüchtlinge scheinen alles Unnötige zurückgelassen zu haben, um leichter reisen zu können. Niemand weiß, was mit ihnen passiert ist. Aber wenn man bedenkt, wie abgelegen diese Insel und wie rau ihr Klima ist, sind sie wahrscheinlich längst verhungert oder erfroren. Okay, jetzt wird es Zeit, dass wir mal langsam hier zurückkehren. Ja gut, wir können das ganze Zeug auf so oder so gebrauchen. Das heißt, es ist völlig egal. Aber wir müssen ein bisschen auf die Unzufriedenheit achten, dass die uns hier nicht über den Kopf steigt. Ja. Genau. Wir in der Zeit noch ein paar Stahlgemische produzieren. So, das haben wir auch erforscht. Erweiterte Heizung. Das machen wir auch. So, dann brauchen wir hier nochmal ein Stahlgemisch. Und wir können ein neues Gesetz erlassen. So, woher haben wir eigentlich Gewehre? Weiß es nicht. Was ist denn Terror? Man muss die Hinrichtung sehen. Jeden Tag wird eine Person hingerichtet. Gottes Willen. Neue Fähigkeit. Machtdemonstration. Machtdemonstration senkt Unzufriedenheit und das Streikrisiko. Okay. Listen, everybody. New regulations. Können wir natürlich dann nur machen, wenn wir es denn brauchen. Okay, alles klar. Aber bisher brauchen wir es ja nicht. Nee, mehr. So, wir müssen ein bisschen Gas geben, Leute. Aber viel schneller, länger können wir jetzt gerade nicht arbeiten. So, die Miliz hat einen Ingenieur, die sich als störend empfinden, zusammengetrieben. Diese Leute machen nur Ärger. Setzen wir den Ganzen ein Ende, damit wir uns endlich auf den Bau des Generators konzentrieren können. Sie sprechen von einer Massenhinrichtung und warten nicht auf deine Zustimmung. Nein. Wir brauchen ein Revolutionstribunal. Uiuiuiuiui. Das ist ja toll. Das sind keine Bewohner, die haben wir alle weggeschickt. So, wir haben hier 14 und 12 Ingenieure. Haben wir auch gerade 20 drin, die arbeiten. Die zwei Stahlgemische hier schaffen sie so nicht. Müssen wir mal ein bisschen. Aber wenigstens die zwei haben, dass wir das schon mal anfangen können. So, Dutzende Arbeiter. Ja, da sind sie wieder. Was machen wir jetzt mit denen?
Wir belassen die Arbeit ihr Schicksal. Naja, wir lassen sie in Ruhe. Ist auch nett ausgedrückt, ne? Wir lassen sie in Ruhe. Heißt so viel, kümmert euch um euch selbst. Aber ich befürchte, dass die dafür zuständig waren, den Standort 120 in Schutt und Asche zu legen. Und sowas, könnte ich jetzt nicht gerade unbedingt gebrauchen. So, die Arbeit ist zu Ende. Wir machen hier mal den Kern rein. Und setzen hier volle Arbeitskräfte rein. Und jetzt wäre die Frage, obwohl deine Suche nach Überlebenden an Standort 120 nicht erfolgreich war, wissen wir deine Bemühungen zu schätzen. Wir werden wohl niemals erfahren, was geschehen ist. Wir vermuten allerdings so stark, dass eine syndikalistische Verschwörung dahinter steckte. Das soll dir eine Warnung sein, die kleine Vereinigung, die du gegründet hast, im Auge zu behalten. Berichten auf der ganzen Welt zufolge gibt es keine Anzeichen, dass die Abkühlung abnimmt. Okay, eine traurige Geschichte. Naja, ich habe ja schon ein paar gefunden, aber ist bereusbar. Hier zwei, wo habe ich hier zwei Stahllaufen? Hier auch zwei Stahllaufen? Nee, oder? Unglaublich. Also da kann man ja wohl nichts zu sagen, oder? Na gut. Aber gut, bisher scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Okay, was brauchen wir denn für die nächste Stufe? Oh je, in die nächste Stufe. Schauen wir mal hier. Gut, der Kern. Dann brauchen wir 50 Dampftauscher und 20 Stahlgemische. Okay, und für die brauche ich eigentlich nur Stahl. Boah, das habe ich echt. Jetzt fällt mir zum ersten Mal auf, dass da zwei Haufen liegen. Ist das doof. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Arbeiter mehr benötigt gehabt. Aber gut, wir können uns erstmal ein paar holen, würde ich sagen. Und dann alles hier reinstecken, was geht. Da müssen wir sowieso auch wieder die Kohle antreiben. Eieiei, Leute, Leute, Leute. Kann man denn so doof sein? Naja, gut. Kommt vorbei. Kommt vorbei, da müssen wir jetzt durch. Gut, schauen wir mal. Ein paar kommen jetzt auch zurück. Vielleicht ist ja noch nichts verloren. Jetzt wird es aber gleich nochmal kälter. Dann müssen wir wahrscheinlich für Wärme sorgen. Okay, wir haben Essensrationen. So, und die können wir jetzt schicken. Ja, die können wir jetzt zum Essen holen schicken. Wildbeuter. Und den Rest machen wir hier Kernchen. Viele Kerne. So. Ja,
es wird noch kälter. Gut, jetzt können wir dann gleich mal schauen, wie es hier aussieht. Wir müssen auf jeden Fall ein Gesetz erlassen, und zwar in Terror. Schön die Motivation steigt. Und wir müssen einen Hinrichtungsplatz bauen. Ach du Schande, das ist ein Riesending. Okay. Sehr motivierend auf jeden Fall, so ein Hinrichtungsplatz. So, hier sind wir jetzt in gefährlich. Das heißt, wir können Bauprofile verwenden. Das auf jeden Fall mal runtersetzen. Dann sind wir nur noch bei schädlich. Schädlich ist völlig in Ordnung. Das geht am nächsten Tag wieder hoch. Das reicht schon. Da müssen wir sowieso genug einsetzen. Ja, der Hinrichtungsplatz wurde gebaut. Juhu! Wenn wir die Kirche hier jetzt noch, das ach, da haben wir gar nicht. Haben wir nicht mal erforscht. Okay. Verbessertes Gebläse erforscht. Okay, was können wir denn noch erforschen da in die Richtung? Oder was können wir hier erforschen? Sicherheit. Kohleverbrauch senken. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. So, Brandgefahr. Sir im Kern, der sich noch im Bau befindet, ist ein Feuer ausgebrochen. Wir haben es zwar gelöscht, ehe es sich aber ausbreiten konnte. Aber wenn wir die Arbeitssicherheit nicht erhöhen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wieder eins ausbricht. Außerdem können wir Brandschutzklappen installieren, um den Ausmaß potenzieller Brände und den dadurch entstehenden Schaden einzudämmen. Dann baut die Dinger doch. Baut sie bitte, 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 bitte. Was will der jetzt schon wieder? Wenn Wörter wehtun, soll die Ingenieure glauben, dass bestimmte Nachrichten aus den Agitatoren ihre Autorität untergraben. Sie haben Probleme mit den Slogans, die die Moral der Motivation der Arbeiter heben soll. Darunter zum Beispiel, Arbeiter zeigt den Ingenieuren, wozu ihr fähig seid, oder die Ingenieure halten es für unmöglich, beweist ihnen das Gegenteil. Slogan bleibt. Sei mal nicht so. Motiviert die Arbeiter, das ist wichtig. Die müssen das Ding ja aufbauen. Seid halt mal nicht so kleinlich. Ist jetzt auch nicht so, dass das hier so ein Pillepalle-Arbeit wäre. So, die Arbeit ist beendet. Hier auch, hier auch. Hier sowieso. Gut, dann schauen wir mal zum nächsten Tag dann. Na, unser Transporter ist angekommen. Ja, jetzt können wir hier erstmal jede Menge einstellen. Natürlich hier, da wir das ja völlig verpennt haben hier. Na, mehr Stahl bedeutet auch mehr Rohstoffe. Egal. Ich hoffe, wir werden es auch so schaffen. Obwohl es natürlich schon cooler wäre, ne? Dann hätten wir da auch nicht... Ja, je, wir hätten so viel nicht machen müssen. Aber vielleicht wäre es beim Essen nicht so gut gegangen. Wer weiß, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.